Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Dead in Wineland, wo letztes Mal hat man uns gesehen am Ende der Folge, meine Leute verschwunden sind. Das hat damit zu tun, meine Aufnahme-End-Taste scheint wohl in Verbindung zu stehen inzwischen mit einem Hotkey, was automatisch alle Leute in die Hütte schickt. Immer diese Veränderung, die man gar nicht will. Wie war's denn? So, du kannst hier weiter produzieren. Um die Hütte auf die nächste Stufe zu drücken. Ja, dich sollten wir vielleicht mal von deinen Verletzungen heilen. Ist ja das Problem, dass die Dame gefährlich lebt und deshalb verletzungstechnisch sich jede Nacht verletzt. Du solltest hierhin gehen. Vielleicht sollten wir auch ein Schaf gleich kaufen. Holen. Er schert das Schaf, wenn genügend Wolle hat. Er melkt das Schaf, wenn es genügend Milch hat. Er heilt das Schaf. Schafe müssen außerdem jede Nacht fressen, um gesund zu bleiben. Achte also darauf, dass es immer genügend Futter für sie gibt. Wenn es mindestens 2 Schafe und einen unbesetzten Stall gibt, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lämmlein am Morgen geboren wird. Ja, der Garten muss auch ein bisschen bearbeitet werden. Wer ist noch offen? Du sitzt in der Hütte. Du kannst Stein schlagen. Du kannst mal die Kollegin ersetzen. Oh. Jetzt ist Knut wieder in der Hütte, ne? Ja. Und du gehst angeln. Haben wir jetzt alle rausgeholt? Lazarett, Erntelager, Werkstatt, Wasserversorgung, Angeln. Gut. Dann mal los. Eine Heilpflanze verwendet. 19 Verletzungen geheilt. Tja, das war kein guter Fang. Und ich habe jetzt noch kein Schaf geholt, weil ich will die Hütte erst ausbauen, den Mönch holen und dann können wir uns ja mal ein Schaf holen. Jede weitere Person kostet ja auch Zeit, Essen, Versorgung. Und bevor ich dann genau weiß, wie ich den einsetzen soll, kann schon mal das eine oder andere passieren. So, stell dich bitte hier hin. Einmal Hanf sammeln müssen wir jetzt machen. Weil wir haben keine Seile mehr. Wir können nichts mehr reparieren in dem Bereich. Und du kannst jetzt einmal schlafen, weil deine Verfassung nicht gut ist. So. Das Kochen haben wir schon ausgewählt. Rauchwasser sammeln ist auch in Ordnung. Und ein Schaf kostet ja auch nochmal Wasser. Na, ein bisschen zu viel jetzt drin. Du kannst jetzt Holz hacken. Kari erkundet weiter. Und wir können in die nächste Phase. War es kaputt gegangen? Bergbaulager. Reparier.
Tja, Wasser holen ist anstrengend. Es hat auch schon lange nicht mehr geregnet. So, genau 8 Wasser. Gucken wir mal, was wir aufgedeckt haben. Ach, gelangweilter blauer Mann. Untersuchen. Du siehst einen blauen, bärtigen Mann, der zusammengesackt in einem mit wunderschönen, schlangenförmigen Mustern versehenen Holzthron sitzt. Er starrt dich an, in seinem Gesicht lassen sich keine Emotionen erkennen. Moira, sollen wir versuchen, mit dem zu reden. Er sieht dir direkt in die Augen und blinzelt nicht, bis du dich entschließt zu sprechen. Er unterbricht dich. Hallo Fremde, willkommen in einem fremden Land. Aber lass mich dich ansehen. Du bist doch wohl nicht die Auserwählte? Die was? Die Auserwählte. Die eine aus der alten Prophezeiung. Ich habe gehört, dass der Außenseiter kommen würde und unsere Sünden bereinigen würde, indem er den Boten des Teufels besiegt. Und dadurch werden wir erlöst, erhalten unsere Macht zurück und erheben uns wieder zu früherem Glanz. Hervorragend, du bist ein wahrer Held. Das Biest ist genau hier, in dieser dunklen Höhle. Geh einfach rein und töte es, das sollte kein Problem für dich sein. Du betrittst eine sehr dunkle und düstere Höhle in der Nähe, die mit menschlichen Überresten gefüllt ist. Du siehst eine große, haarige Gestalt, die in der Ecke eines großen Raums herumschleicht. Angriff? Moa! Dein Manöver gelingt und du versetzt dem Biest einen schrecklichen Schlag, sodass es vor Schmerz aufschreit. Du ringst nun mit der wilden Bestie. Du versuchst den Vorteil zu nutzen. Überliste das Biest. Nein! Das Biest kämpft mit Zorn und zerschlägt deinen Rücken mit seinen Klauen. Du ringst nun mit der wilden Bestie. Du versuchst den Vorteil zu nutzen. Du kämpfst mit dem Biest und schaffst es, ihm in die Brust zu stechen. Du musst diesen Kampf jetzt beenden. Du ziehst auf den Kopf des Biests. Toll, ist beides scheiße bei dir. Ah, immerhin. Du versetzt dem Biest einen kräftigen finalen Schlag. Es schreit und fällt zu Boden in einer Lache aus Blut. Du hast es geschafft, du hast das Biest getötet. Du bist erschöpft, aber erleichtert. Du kehrst zu dem blauen, bärtigen Kerl zurück mit einer Trophäe in der Hand. Er hält eine Weile inne und betrachtet dich mit einer solchen Intensität, dass du nur wegschauen kannst. Haha. Ahaha. Danke, dass du diese Plage für mich aus dem Weg geräumt hast. Ha, das war wirklich ein lästiges Biest. Es hat nachts fürchterlich geschnarcht. Dieser Trick mit der alten Prophezeiung funktioniert immer. Ich war mir sicher, dass du darauf reinfallen wirst. Okay, du hast mich reingelegt. Zufrieden? Loki ist mein Name, meine lieben Freunde. Schön, euch kennenzulernen. Momentan genieße ich mein halb ewiges Leben mit einer unendlichen Langeweile. Also bitte, bitte unterhalte mich. Er lächelt teuflisch. Ich verzichte. Das ist kein Spiel, weißt du? Ha, wer weiß? Er zwinkert. Da ich dich mag, tue ich dir einen Gefallen. Ich werde ein paar Gegenstände mit dir tauschen, die ich geplündert habe. Sprich doch wieder mit mir. Sei kein Fremder. Tauschen? Was willst du? Pulver, Saatgut, Wissen. Dann nerv nicht. Ja, ich kann da wahrscheinlich eine Wissensplatte von dem erspielen. Oder was auch immer. Ich glaube, aber Loki ist ein Schabernack. Beziehungsweise, er wird uns das sich einfach so geben. Und es wird auf jeden Fall mit irgendwas zu tun haben,
wofür wir zahlen müssen. Dieser Dummkopf ist immer noch im Hungerstreik. Was für ein Narr. Weißt du, wenn du dieses Leben leid bist, gibt es schnellere Wege. Gift oder von einer Klippe springen, sich die Kehle aufschlitzen, sich erhängen, zahlreiche Möglichkeiten. Ich könnte dir sogar helfen. Hahaha, ich weiß, dass du mir auf deine eigene Art Mitgefühl zeigst, Kari. Wie man so schön bei uns sagt, gib vor, tot zu sein und erkenne, wer dich wirklich liebt. Eirik, ich habe gehört, dass du und deine Familie nach einem schrecklichen Sturm hier gelandet seid. Ja, das stimmt. Was für eine fürchterliche Nacht das gewesen ist. Ich weiß immer noch nicht, wie wir es geschafft haben. Kennst du die Geschichte von Blitz und Donner? Ja, das ist Thor mit seinem mächtigen Hammer Bjornir, dessen Funken zu Blitze werden. Und die Sterblichen gehen vor Angst in Deckung, wenn sie das Dröhnen der Räder seines Streitwagen hören, der durch den Himmel donnert. Nun, in meinem geliebten sonnigen Land lebten der Donner und der Blitz unter den Menschen, dem anderen Ende der Stadt. Der Donner war ein altes Mutterschaf und der Blitz war ihr Sohn, ein Widder. Wenn der Widder wütend wurde, brannte er Häuser nieder und warf er Bäume um. Er tötete sogar Menschen. Dann rief seine Mutter mit der sehr lauten Stimme nach ihm, um ihn aufzuhalten und weiteren Schaden zu verhindern. Aber der Blitz hörte meistens nicht auf seine Mutter und verursachte größte Zerstörung. Die Menschen hielten es nicht länger aus, also verbannte der König Mutter und Sohn in den Wald. Aber der zornige Sohn brannte den Wald nieder und die Flammen breiteten sich auf die Höfe und Felder aus. Die Menschen beklagten sich wieder. Mutter und Sohn wurden in den Himmel geschickt, wo sie nicht viel anrichten konnten. Seitdem kann man jedes Mal, wenn der Blitz wütend ist, seine Mutter den Donner hören, wie sie ihm sagt, er sollte aufhören. Manchmal jedoch, wenn die Mutter einigen Abstand zwischen sich und dem bösen Sohn gebracht hat, kann man immer noch hören, dass er wütend ist und Schaden anrichtet, doch die Stimme seiner Mutter ist nicht mehr zu hören. Ich hätte nie daran gedacht, dass Thor ferne Länder nicht besuchen würde. Aber wie es scheint, hört die Welt ja auch nicht dort auf, wo ich dachte. Also, was weiß ich schon. Wenn deine Haut schwarz ist und deine Berge aus Sand bestehen, dann könnten Donner und Blitz Mutter und Sohn sein. Das erinnert mich an eine alte Redensart in unserem Land. Meine Güte, jemand, der eine Sache nicht weiß, dafür eine andere Sache weiß. Danke, dass du deine Weisheit mit uns teilst, Sisse. Es ist gut, dich hier zu haben. Und jetzt ist was. Kommt die Eule aus dem Spiel oder ist das hier bei mir vom Fenster? So, das mit der ausgerenkten Schulter hat sich erledigt bei ihm. Ah, nur ein Essen verloren. Also von den gekochten. Früchte und so zähle ich gar nicht mehr mit. Und es ist immer noch heiß. So, nee, du musst dich nicht ausruhen, du gehst jetzt auf Jagd. Du kannst gerne auch wieder angeln. Du kannst Steine kloppen. Du erntest einmal Hanf am Morgen.
Die könnte eigentlich mit den Tieren umgehen. Du machst die Hütte fertig und mittags darfst du schlafen. Das war mein Deal. Du hast gebaut Hütte 3. Eine weitere Person kann darin Platz nehmen. Ich weiß, dass die alte Frau, die im Wald sitzt, ist eine Heilerin. Nach mit der Dirkhammer könnte ich das Obst auch mal haltbar machen. Eine Begegnung. Und ab geht's. Ich werde dich beschützen. Schaden wird auf die Schildmaid umgeleitet. Alles wird auf die Schildmaid anscheinend umgeleitet. Ich hasse heiße Tage. Wenn man nicht auf dem Balkon sitzen kann oder im Garten. Jetzt hat er nicht mehr den Energiebonus, ne? Damit treffe ich besser. So, mach einen Schritt nach vorne. Du hast einen plus 1 AP-Buff. Dann machen wir es mal umgekehrt, oder? Na, verfehlt. Aber dann machen wir minus 1 AP immerhin. Und jetzt fokussierst du deine Kraft für die nächste Runde. Tödliches Projektil hört sich übrigens total doof an. Na, die Schildmaid schützt wieder. So benutze ich meine Schildmaid überhaupt nicht. Mehr geht nicht. Kannst du wieder einen Fallregen machen? Dann ist die Schildmaid Geschichte. Kannst du wieder versuchen, die AP ein bisschen zu senken? Den hinteren können wir so nicht angreifen. Was ist das hier? Weiche ihm aus, minus 5%, minus 5% Genauigkeit. So viel Schadensresistenz. Ja.
Aber sieht man gar keinen Wert für Schadensresistenz, oder? Oh, okay, das war das Effektwiderstand. Komm, aber wenigstens den Debuff. Und den anderen auch. Widerstanden. Ja. Gut, ich habe auch widerstanden. Nicht den wilden Hieb, aber den Berserkerangriff. Sehr schön. Wir haben zwar jetzt den Debuff, aber dafür ist der Berserker von denen tot. Ganz Schritt nach vorne. Oh. Oh, er widersteht seinem eigenen Debuff vom Angriff. Da ich jetzt näher rangehe, wird er mich doch nur hier mit Pfeilregen oder was auch immer. Der hat doch bestimmt auch einen Angriff, der alle angreifen kann in einer Reihe. So wie meine nette Dame. Hier mich ja Bogenschütze. Das war's. So, was bekommen wir denn Schönes von euch? Knut hat ein blaues Auge. Drecksfraß, Holz, ein Verband, ein paar Pfeile und ein bisschen Eisen. Guck mal, ich habe Eisensteine mitgenommen. So, kein Bauplan mehr offen. Du bist eh erschöpft, du musst dich ein bisschen erholen. Du musst leider nochmal Brauchwasser holen. Du bitte an den Kochtopf ran. Machen wir auf 100%. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die ganzen Scheiß verliert. Nicht verliert, sondern dass die Sachen alle weg sind dann. Nicht die Sachen weg sind, ach scheiß drauf. Dass das Feuer ausgeht beim Kochen. Das wollte ich sagen.
So, stell mal Seile aus dem Handwehr, danke. Irgendwas noch zu verändern? Ja, Knut muss morgen mal sich ein bisschen erholen vom Steine schlagen. Verdammten, wir brauchen mal normale Tage. Die Leute sind durch die Hitze einfach fix und alle. So. Damit wäre das auch schon mal erledigt. Ich guck mal eben kurz in die Baupläne rein. Was wir noch so haben. Das wird Stoffe kosten. Wäre vielleicht jetzt nicht so eine gute Idee, weil Stoff Mangelware ist. Weniger Erschöpfung bei Erkundung. Weniger Schöpfung bei der Herstellung. Was haben wir in der Wasserversorgung noch? Mehr Brauchwasser kann aufgefangen werden. Im Holzfällerlager, dass der Holzertrag steigt. Ruhebereich. Nickerchen für 2 Charaktere. Kostet mich auch 10 Stoff. 10. Genau, 10 Stoff. Bierbrauen verbraucht 1 Weizen weniger. Trinken für 4 Charaktere. Ein frisches Obst stellt x Trinkwasser her. Noch weniger Chance, dass Drecksfraß dabei rauskommt. Feuerintensität noch von 1 bis 5 reduziert. Knochen und Eisen. Weniger Erschöpfung. Weniger Erschöpfung beim Umgang mit Tieren. Wir machen den hier mal. So müssen wir weniger Holz nachlegen. Tja, und den Tag beenden wir dann beim nächsten Mal. Habe ich den Mönch gar nicht geholt. Mit dem darf mal Kami reden. Kami. Gelobt sei der Herr, endlich wurden meine Gebete erhört, so wie ich es erwartet hatte. Ich bin erfreut, endlich ein weiteres menschliches Wesen zu treffen. Ich hatte Angst davor, zum Leben eines Eremiten gezwungen zu werden. Und du bist? Oh, Entschuldigung. Mein Name ist Angelico de Pietro, aber du kannst mich Bruder Angelico nennen. Ich war auf einer Mission, um das Wort Gottes in einem fremden Land zu verbreiten, aber ich fürchte, ich habe meine Gruppe auf See verloren. Ich weiß nur noch, dass da dieser gewaltige Sturm aufgezogen ist und dann wachte ich vor ein paar Wochen am Ufer auf. Zum Glück hat mir der Herr etwas Nahrung bereitgestellt, bis heute. Bewohnt ihr diese Insel? Wäre es zu viel verlangt, wenn ich um eure Gastfreundschaft bitte? Oder wenigstens nach einer Wegbeschreibung? Ich komme von einem kleinen Lager. Wir haben einen Schiffsbruch überlebt. Du kannst dich uns anschließen, wenn du magst. Wir werden eine größere Chance haben, wenn wir unsere Bemühungen vereinen. Fabelhaft, danke. Der Herr wird dir das 100-fach zurückgeben. Er betet leise zu Gott. Er ist, glaube ich, in der falschen Zeit gefangen, oder? Zeitreisender Herr.
Neue Menschen schließt sich deinem Lager an. So, er kann gut mit Tieren, Gartenbau, Waldbau, Ernten, Bergbau. Tanzender Dolch. Ach Moment, gucken wir mal eben, was ist kampftechnisch bei ihm? Er ist ein ziviler Heiler. Lebendiger Köder. Alle Gegner in der Nahkampfreihe. Weniger Initiative und weniger AP, aber für ihn auch. Initiative plus 3, Minimumschaden plus 1. Und Reihe tauschen. Zufälligen Gegner in die Nahkampfreihe ziehen. Aber ich tausche dabei auch die Reihe. Gottesfürchtig. Gebrechlicher Körper. Hasst das Jagen und ist schwach. Warum sind das eigentlich alle Leute, die ich finde, Heiler? Okay, weniger Leiden. Verfassung plus 10, minus 5% auf Hungerverringerung. Also wenn der mal zwischendurch Holz abbaut, wäre das Große nicht schlecht. Ruf der See, jagen und angeln. Angeln ist jetzt nicht so dein Fall. Angehender Bergarbeiter, das können wir nicht machen. Ach, generell hat der. Ist alles, was dem Bereich so Bergbau, auch wenn er es kann, oder Waldabbau, ist für ihn schlecht, weil er dafür einfach zu schwach ist. Herstellung, was hast du da für einen Wert? 15. Kochen minus 5, Heilen plus 10. Ernt plus 10 ist auch in Ordnung. Umgang mit Tieren plus 50%, weil das wird dein baldiger Job werden, sobald wir Tiere haben. So, aber an der Stelle dann den Break. Wir sehen uns morgen wieder bei Dead in Wineland. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.